kennt ihr eigentlich schon die Magie? Und eigentlich hat das die Marthe erfunden. Ich habe sie nicht geglaubt, aber es funktioniert. I can make this too. Leute, heute ist Montag, eigentlich bin ich mega, mega fertig, aber es gibt zwei mega geile News und allein deswegen muss ich diesen Montag eigentlich schon feiern. Und zwar Nummer 1, ich bin gerade am Weg nach Saalbach-Hinterklemm zur Storybase 2018. Das ist ein mega geiles Projekt. Das heißt, die nächsten 5 Tage mega Action. Ihr müsst auf jeden Fall dranbleiben. Ich werde Vlogs dazu machen. Meine Instagram-Stories vielleicht habt ihr schon dazu gesehen. Auf jeden Fall gleich den Daumen nach oben hier lassen, Abo da lassen und auf jeden Fall dranbleiben. Bis später, Leute. Und so sieht es aus mit 2 Rädern in meinem kleinen Auto. Und los geht's. Ich bin gerade angekommen bei unserer Hütte. Da hinten seht ihr schon das Team. Und bitte, schaut euch mal diesen genialen Ausblick an. Und das ist unser Crib. Und das ist mal die kuschelige Hütte von oben. Der untere Bereich. Noch alles sauber. I saw him competing in Vienna. 10 years ago. Nein, es ist Insta360. Du musst das schon einschicken, wenn es dabei ist. Komm, jetzt zeig deine Skills. Schneller, muss ich jetzt nicht machen. Schneller, präziser. Oh, das lässt aber noch zu wünschen übrig. Das braucht ausgießen. Wenn your biggest joy ist der Schnaps. Here we go in the hot tub. Es ist überhaupt nicht so warm. Don't forget the view and stuff. Ah, there is a seat. Ja, ein Stein. Sonst geht mir das Wasser nämlich auch bis dahin. Das Leben könnte schlimmer sein. Cheers. Cheers. Ahoi. Kennt ihr eigentlich schon die Magie? Und eigentlich hat das die Marthe erfunden. Ich habe sie nicht geglaubt, aber es funktioniert. I can make this. Das ist voll geschnallt. Die kann sie. You wanna see the magic? Sorry. Do you wanna see the magic? You can try it with the bottles up. So sieht das aus um Mitternacht. Es ist 4 Uhr morgens. Wir sind schon alle ready. Es ist stockfinster. Und wir werden jetzt einen... Wie nennt sich? Sunrise Hike. Wir werden jetzt einen Sunrise Hike machen.
bin noch am Arsch. Aber ich freue mich. Yo, was geht? 4 Uhr morgens. Wir sind jetzt mal mit den Autos hoch bis fast nach oben. Mittlerweile ist es gar nicht mehr so dunkel. Und jetzt geht's zu Fuß weiter. Habt ihr hier schon 8? Nein, ich bin direkt eingeklemmt. Wir haben offiziell 2 Schnarcher bei uns. Und da müssen wir eine Lösung finden. Leute, jetzt mal ganz ehrlich. Wer von euch sind die Schnarcher? Und wenn ja, was ist eure Lösung dagegen, um euer Umfeld nicht psychisch fertig zu machen? Also schreibt das doch mal bitte in die Kommentare. Das würde mich echt interessieren, weil ich kann nicht schlafen, wenn jemand schnarcht. Ich werde wegen jeden Pups munter. Wir haben voll in Action. Wir haben ja vielleicht das Pech, dass wir keinen ordentlichen Sonnenaufgang sehen, weil es ziemlich bewölkt ist, aber schauen wir mal. Hi. Oben angekommen. Das ist der Daniel, unser Fotograf. Wunderschönen guten Morgen. Yay. 5 Uhr morgens in Saalbach, Hinterglemm. Und wo sind so die Wanderer unter euch? Ich persönlich finde es nämlich schon ziemlich geil, auch mal ohne dem Bike den Berg hoch zu wandern. Ist echt ziemlich cool. Und ich habe mir extra sogar Wanderschuhe, richtige Wanderschuhe dafür gekauft. Seid ihr Wanderer? Interessiert euch das? Kommentar! Also, den ultimativen Sunrise haben wir leider nicht erwischt, aber Ausblick ist einfach trotzdem mega episch. Und eventuell versuchen wir es heute Abend nochmal mit der Sonnenuntergangswanderung. Mal gucken! Yay! So, und der Ablauf war wie folgt. Also, Tagwache ungefähr um 3.30 Uhr. Abfahrt 4 Uhr, Sunrise Hike. Danach sind wir wieder zurück auf die Hütte für ein kleines Frühstück und dann ging es um 9 mit der ersten Gondel nach oben. Dann ging es Biken, wir hatten saugeiles Bike-Shooting, wir waren richtig cool Biken. Abgesehen davon war das dieser Tag auch der
Tag mit dem schönsten Wetter. Aber endlich, ich konnte mein neues Bike testen und oh mein Gott, ich schwöre euch, das Bike ist einfach so geil draufgesetzt und so gut angefühlt und so wohlgefühlt und es fährt sich so gut. Leute, das ist jetzt das Biken nach dem Sunrise Hike. Das heißt, ich habe eine Stunde vielleicht geschlafen. Aber wir müssen einfach das Wetter von heute ausnutzen. Bin ich jetzt falsch? So Leute, Fräulein. In Saalbach die Blue Line und die Pro Line gefahren und das ist einfach, keine Ahnung, es fühlt sich so gut an. Das Einzige, was ich glaube ich ändern muss, sind die Griffe, die sind relativ hart, aber Fortsetzung folgt, denn das war noch nicht mal ein Bruchteil von diesem irre geilen Tag von der Storybase 2018, Tag 1 in Saalbach. Da kommt noch einiges und deswegen muss ich das jetzt mal cutten für den Vlog und die Fortsetzung kommt ganz bald. Leute, danke mal wieder fürs Zusehen. Ihr seid der Wahnsinn. Abo da lassen, Like da lassen und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ciao Leute, danke fürs Zusehen.